Denkseiten. Darf ich die Damen und Herren der Fotografie und des Bewegtbildes bitten, allmählich Platz zu nehmen, damit wir beginnen können? Dankeschön. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht heute Nachmittag um die Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichtes 2024. Ich darf begrüßen den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck, sowie Dr. Elga Bartsch, Abteilungsleiterin Wirtschaftspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Herr Minister, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Lassen Sie mich kurz mit diesem Tag beginnen. Heute vor 2 Jahren hat Wladimir Putin die Republiken Donetsk und Luhansk anerkannt als eigenen Staat. Das war vielleicht das letzte Warnzeichen, dass er es ernst meint. Und dann wenige Tage später begann der fürchterliche Angriffskrieg auf die Ukraine. Also wir sind ja kurz vor dem 2. Jahrestag dieses Krieges. Ein Krieg, der mit unverminderter Brutalität fortgesetzt wird. Wir dürfen davon ausgehen, dass während wir hier die nächste Stunde reden, viele Soldaten an der Front zeitgleich ihr Leben verlieren. Ein Krieg, der auch noch immer die politische Debatte prägt und auch die wirtschafts- und finanzpolitische Debatte. Wir werden sicherlich mehr tun müssen, um die Ukraine zu unterstützen in ihrem Kampf um Freiheit und Sicherheit und die Friedensordnung in Europa zu verteidigen und herzustellen. Das jedenfalls ist die Botschaft der Münchner Sicherheitskonferenz. Der Krieg aber lastet auch auf der deutschen Wirtschaft noch immer, wenngleich wir Schritte erfolgreich bestanden haben, den Angriff auf die Wirtschaftsordnung und damit auch auf die Freiheitsordnung des Landes abzuwehren. Der erste Schritt war, das Land ins Chaos zu stürzen, indem die Energieversorgung gekappt wird. Wir haben ihn erfolgreich abgewehrt. Die Energieversorgung in Deutschland ist sicher. Der zweite Schritt war, die hohen Energiepreise loszuwerden. Und auch das kann man heute sagen. Sie sind sicherlich noch nicht exakt da, wo sie vor dem Krieg waren, aber mit Blick auf die Spotmärkte heute, der Gaspreis liegt bei 24 Euro, das ist Vorkriegsniveau und das im Februar. Über den Winter sind die Energiepreise zurückgegangen, das hätte man vor wenigen Monaten nicht erwarten können. Wir sehen also, wie erfolgreich wir auch diesen Angriff abwehren bzw. bestehen. Dennoch gibt es Anlass zur Sorge, denn die Folgen der letzten Jahre, sie sind noch deutlich zu spüren. Und natürlich steht der Krieg nicht vereinzelt nur da, sondern er ist Ausdruck einer geopolitischen Zeitenwende, die auch die Wirtschaft fordert. Und so ist die Konjunktur und die Konjunkturaussichten in diesem Jahr noch immer geprägt von der Krise, der geopolitischen Krise, in der wir uns befinden. Das Wachstum des deutschen BIPs hängt gerade des deutschen BIPs extrem am Welthandel. Der Welthandel entwickelt sich historisch niedrig. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir auch gegenüber der Herbstprognose, wo wir noch von einem Wachstum für das Jahr 2024 von 1,3% ausgegangen sind, so deutliche Abstriche machen müssen. Dazu kommt, dass die Kaufkraftverluste infolge der hohen Inflation deutlich zu spüren sind. Umgekehrt haben Menschen das Geld, das sie haben, überdurchschnittlich stark gespart. Die Sparquote ist im letzten Jahr auf 11,3 gestiegen. Das heißt also, dass die Inflation die Binnennachfrage deutlich gedämpft hat. Die restriktive Geldpolitik, also der hohe Zinssatz, dämpft die Investitionen. Das sehen wir vor allem bei der Bauwirtschaft, wo noch einmal ein Rückgang in der Investitionstätigkeit zu verzeichnen ist. Die fiskalpolitischen Anpassungen, die wir infolge des Verfassungsgerichtsurteils vornehmen mussten, haben ebenfalls das Ihre dazu beigetragen. Und dann haben Sie vielleicht noch in Erinnerung, dass auch der Krankenstand im letzten Jahr überdurchschnittlich hoch war. All das hat die Herbstprognose noch einmal deutlich gedrückt, sodass wir, die Zahl ist ja schon länger bekannt, von einem Wachstum von nur 0,2% im nächsten Jahr ausgehen. Die Inflation, prognostizieren wir, wird jetzt deutlich runtergehen auf 2,8 im Verlauf des Jahres 2024. Im Jahr 2025 rechnen wir dann mit einem Wachstum von ungefähr 1% und das Erreichen des EZB-Ziels bei der Inflation, also der 2%.
In der Perspektive hingegen sehen wir deutliche Anzeichen, dass sich die Tendenz auch wieder verbessern kann. Das liegt vor allem an den hohen Lohnabschlüssen des letzten Jahres, beziehungsweise daran, dass das verfügbare Einkommen jetzt deutlich gestiegen ist. Ich darf Ihnen vielleicht einmal, das ist ein bisschen üblich, die Tabelle hochhalten. Das ist ganz interessant. Man fragt sich ja so ein bisschen, wie geht's Deutschland? Und hier kann man es ganz gut sehen. Das Blaue ist das verfügbare Einkommen, der Zuwachs an verfügbarem Einkommen, also die Steigerung. Das Rote ist die Inflationsrate. Ist das verfügbare Einkommen, also der blaue Balken oder die blauen Diagramme über der roten Linie, haben die Menschen mehr Geld, das man dann in Konsum ausgeben kann. Sie sehen, dass etwa bis zum Jahr 20 oder Mitte 2021 das verfügbare Einkommen über der Inflation gestiegen ist. Also Menschen sind reicher oder reich, ist das falsche Wort, haben mehr Geld gehabt. Und dann ist die Inflation über dem Anstieg des verfügbaren Einkommens. Und hier sind wir jetzt. Und hier geht es runter. Die Inflation fällt unter den Anstieg am Einkommen. Das ist die Summe, die dem Erstarken der Binnennachfrage, dem Konsum im Land zur Verfügung steht. Dazu haben vor allem die Tarifabschlüsse beigetragen, aber auch eine Reihe von politischen Maßnahmen, beispielsweise die Erhöhung des Kindergeldes oder des Kinderfreibetrags, steuerliche Entlastungen wie die Glättung bei der kalten Progression oder auch Grundfreibeträge, die angehoben wurden. Also, dass Menschen mehr Geld haben, ist ein Resultat von politischer Arbeit von verschiedenen Akteuren. Interessant ist dabei, dass die Nettolöhne insgesamt um 7,7% gestiegen sind, die Nominallöhne der Geringverdiener allerdings noch höher geworden sind, und zwar um 13,7% gestiegen sind. Das heißt, wir haben eine Angleichung im Einkommen, im unteren Einkommensbereich, sicherlich ein bei schwieriger Ausgangslage ein Effekt, der richtig ist und der gut ist. Wir rechnen also damit, dass wir im Laufe des Jahres eine Erhöhung des privaten Verbrauchs sehen. Es gibt ebenfalls kräftige Gewinne bei den Unternehmen. Also entgegen der schlechten Konjunkturdaten sind ja die Gewinnmargen der Unternehmen im letzten Jahr sehr ordentlich gewesen. Gewinne kann man wieder reinvestieren. Ich komme gleich zu den Standortbedingungen. Und die staatliche Investitionsquote, das Geld also, das Bund und Länder ausgeben über die verschiedenen Töpfe, befindet sich auf dem höchsten Niveau seit Mitte der 90er Jahre. Wir können also sehen, dass wir, wie wir zuvor, den Angriff auf das Energiesystem und den Preisdruck abgewehrt haben bzw. bekämpft haben, wir auch bei der Frage, wo wir jetzt stehen, einen Reformbooster einzuwerfen und die Standortbedingungen zu stärken, durchaus Mittel schon ergriffen haben und weitere Mittel ergreifen werden. Wir sehen auch einige Erfolge. Es gibt ja spektakuläre Unternehmensansiedlungen immer wieder im Milliardenbereich. Sowohl Unternehmen, die mit Unterstützung staatlichen Geldern, also Subventionen, gehalten werden können oder in der Transformation unterstützt werden, wie auch Unternehmen, die ohne staatliche Subventionen kommen, einfach weil der Standort stark ist, weil wir Cluster gebildet haben im medizinischen Bereich, weil der Übergang von Forschung in die Wirtschaft eng und erfolgreich verzahnt ist, weil das Ausbildungsniveau in Deutschland hoch ist. Wir stärken die Start-ups weiter, haben dort große Fortschritte erzielt, indem wir privates Kapital mit öffentlichen Geldern zusammen bündeln und das über die Fonds bei der KfW-Bank auszahlen können. Ich will damit sagen, wir sind nicht wehrlos, was auch diese nächste Aufgabe, der wir uns stellen müssen, angeht. Dennoch gibt es auch perspektivisch Grund, nicht nachzulassen, sondern mit der Entschlossenheit, mit der wir die letzten Herausforderungen bewältigt haben, auch diese Herausforderung zu bewältigen. Dieser Reformbooster muss sich vor allem auf den Abbau von Bürokratie beziehen. Das sind Hausaufgaben, die wir hier selbst machen können. Wir werden wohl kaum aus diesem Saal heraus oder aus dem Kabinettssaal heraus das Wachstum in China anheben können. Aber dass Entscheidungen schneller getroffen werden und dass die Umsetzung günstiger ist, auch im internationalen Vergleich, das liegt an uns und in unseren Händen. Und wir sind ja dabei, das zu tun,
Sollte es Interesse bei Nachfragen geben, ziehe ich ihn auf, wo konkret wir dort stehen. Aber wir haben einiges erreicht und gerade bei den ersten beiden Problemblöcken, die wir hatten, nämlich schnell unabhängig zu werden von russischem Gas, FSRUs, Gasterminals und auch die Preise runterzubekommen, also Infrastruktur schnell zu schaffen, sind wir enorm vorangekommen. Wir haben die Planungs- und Genehmigungszeiten halbiert, würde ich sagen. Wir sehen es ja überall beim Netzausbau wie bei den erneuerbaren Energien. Das, was vielleicht die deutsche Wirtschaft in der Zukunft, und wir sehen das schon im Jahr 2024, am stärksten fordern wird, ist das geringe Potenzialwachstum. Und das Potenzialwachstum ist nur die politische Umschreibung dafür, dass uns Hände und Köpfe fehlen, die die Arbeit ins Werk setzen. Wir haben ja bei keiner befriedigenden Wachstumszahl jetzt schon 700.000 offene Stellen, die gemeldet sind ungefähr. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, weil Unternehmen sich einfach gar nicht mehr bei den Agenturen melden, sondern vielleicht im Freundeskreis rumfragen, ob noch irgendjemanden kennt oder einen Zettel ins Schaufenster hängen und sagen, wer will denn hier am Wochenende nochmal verkaufen? So ist ja die Situation. Stellen Sie sich vor, 700.000 Stellen oder noch mehr werden besetzt. Das würde natürlich erheblichen Wachstumseffekt haben, denn es sind ja Stellen, die mit Arbeit hinterlegt sind. Arbeit, die wir jetzt tun könnten und die nicht getan werden kann, einfach weil die Stellen nicht da sind. Diese Lücke wird sich in Zukunft noch einmal vergrößern und damit das Potenzialwachstum, also das, was wir potenziell erreichen könnten, wenn alle Geldströme fließen, die Lieferketten geschlossen sind und die Genehmigungen kommen, wird sich weiter absenken. Wir kommen in den 80er Jahren von 2% Potenzialwachstum, sind jetzt bei 0,7 und wir werden auf 0,5 zurückgehen, wenn wir nichts tun. Ich will damit sagen, das größte strukturelle Problem für die deutsche Wirtschaft in den nächsten Jahren ist die Lücke an Fachkräften und an Arbeitskräften. Ich würde extra jetzt sagen Arbeitskräfte, weil es schon lange nicht mehr nur um Facharbeiter geht, sondern es fehlt an allen Ecken und Kanten. Die Aufgaben sind auch sehr klar umrissen in dem Bereich. Wir müssen die Menschen, die mehr arbeiten wollen, an die Arbeit ranlassen. Die Vorschläge, die im Jahreswirtschaftsbericht hier auftauchen, sagen, wir werden darüber reden, ob freiwilliges Längerarbeiten im Alter extra vergütet werden kann, ob die Transferentzugsraten von denjenigen, die in der Arbeitslosigkeit sind oder aus anderen Gründen im SGB-II-Bezug sind, abgesenkt werden können, sodass es sich lohnt zu arbeiten. Eine Zahl, die mich seit langem umtreibt, ist die hohe Anzahl von jungen Leuten ohne berufsqualifizierenden Abschluss. Es sind 17%, über 17% der Kohorte zwischen 20- und 30-Jährigen, die keinen berufsqualifizierenden Abschluss hat. Es sind über 2 Millionen Menschen, 2,6 Millionen Menschen, meine ich, im Kopf zu haben, die wir im Land haben und die nicht in den Beruf reingeführt werden können. Bitte haben Sie im Kopf noch einmal 700.000 offene Stellen, vielleicht 2 Millionen Dunkelziffer. Und das Potenzial muss gehoben werden. Das heißt, wir müssen uns über Bildung, über Ausbildung, über die Möglichkeit auch ohne einen Abschluss in die Arbeit zu kommen, dringend unterhalten. Wir haben noch einmal aufbereitet im Jahreswirtschaftsbericht, wie groß der Anteil von Frauen, könnten auch Männern sein, aber ich komme gleich auf die Zeit der Familiengründung. Und es ist noch immer so, dass die Frauen dann ihre Arbeit reduzieren ist. Wenn jemand das freiwillig tut und sagt, in dieser Phase möchte ich einfach mich vollumfänglich meiner Familie widmen oder ein Nee tut, dann ist das so, aber wenn man mehr arbeiten möchte und es nicht kann, weil die Betreuungsinfrastruktur nicht da ist, vielleicht auch, weil die finanziellen Anreize nicht ausreichend sind, dann können wir uns das in Zukunft nicht mehr leisten. Und natürlich auch die Zuwanderung. Wir haben im letzten Jahr große Fortschritte erreicht, Menschen, die hier schon sind und die über das Flucht- und Asylsystem gekommen sind, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Wir haben das Fachkräftezuwanderungsgesetz geschrieben und geöffnet, aber es muss jetzt auch gelebt werden. Wir haben, das gehört ja auch zu den interessanten und guten Nachrichten dazu, die höchste Beschäftigungsquote, ich glaube, seit je. Jedenfalls eine sehr, sehr hohe Beschäftigungsquote und sie wird im Wesentlichen getragen durch Zuwanderung. Das sage ich deswegen, weil natürlich die politische Debatte jenseits des Wirtschaftsberichts auch darum kreist, wer wir sind als Land, als Deutschland. Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir alle diese Menschen nicht als Partner, Freunde und Deutsche betrachten, dann kollabiert die Wirtschaft. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Situation ist herausfordernd, extrem herausfordernd. Wir müssen mehr tun, die Reformen angehen, die Reformen boostern, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in einem völlig veränderten globalen Umfeld zu stärken und zu halten.
Aber wir sollten es tun mit einer Haltung des Unterhakens und der konkreten nächsten Schritte, so wie wir die letzten zwei Jahre die anderen Herausforderungen bewältigt haben. Und ich habe gute Hoffnung, dass dieser Wirtschaftsbericht, der ja ein Fundament für die nächsten Debatten liegt, dazu beitragen kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Frau Bartsch? Kannst du das Gleiche nochmal sagen? Gut, okay. Dann starten wir mit Fragen und damit verbunden zwei Bitten. Eine Frage, eine Nachfrage, weil ich habe schon zahlreiche Wortmeldungen. Und auch wenn ich den einen oder anderen Namen erinnere, stellen Sie sich bitte kurz vor. Herr Krämer. Christian Krämer für Reuters. Herr Habeck, hätte eine Frage. Herr Fuß, Clemens Fuß, der IFO-Präsident, hatte zuletzt gesagt, dass ein Teil der wirtschaftlichen Probleme Deutschlands auch auf die Bundesregierung zurückgeht und die politische Unsicherheit im Land noch nie so hoch war wie zuletzt, wie jetzt, seit Jahren nicht mehr so hoch war wie jetzt. Würden Sie diese Kritik, dass die Ampel auch einen Teil der Schuld trägt, bestätigen oder würden Sie das von sich weisen? Sie haben bisher noch gar nichts dazu gesagt. Die Ampel hat in großer Geschwindigkeit extrem weitreichende Beschlüsse getroffen und Dinge, Reformprojekte angepackt, die Jahre, Jahrzehnte vielleicht liegen geblieben sind und die durchaus gesellschaftlich umstritten waren, unpopulär waren vielleicht, Stromnetzausbau, Windkraftausbau, aber auch die Zuwanderungsfrage ist ja, es kann ja niemanden überrascht haben, dass wir älter werden. Also das kann ja jetzt nicht irgendwie vom Himmel gefallen sein und trotzdem hat man sich dahinter versteckt und ist das Problem nicht angegangen. Aber es ist natürlich richtig und ich nehme an, dass Herr Fuß das meint. Sehr viele Entscheidungen sind mit sehr viel Lautstärke gefällt worden. Und Vertrauen hängt auch daran, dass bestimmte Entscheidungen verlässlich gefällt werden. Das ist in den letzten zwei Jahren natürlich erklärerweise nicht immer der Fall gewesen. Ich nehme diese Kritik an, klar. Zusatz? Ja, würde ich gerne nochmal nachhaken. Der nächste Punkt ist ja jetzt, ein gemeinsames Paket vorzustellen, wie man den Standort verbessern kann. Wann wird die Ampel sich auf konkrete gemeinsame Maßnahmen verständigen? Naja, der Schritt ist jetzt der Jahreswirtschaftsbericht, wo ja drin steht, was jetzt abgearbeitet werden soll. Zugegebenermaßen noch kein Häkchen dran. Aber das finde ich etwas Gutes. Es ist ja die sozialstaatliche Tradition des Landes, dass die Tarifpartner, die Sozialverbände zusammenkommen mit den Arbeitgebern und dann aushandeln, welche Schritte gemeinsam gegangen werden können. Und diesen runden Tisch einzusetzen, um diese Frage von längerer Arbeit im Alter, möglicherweise Flexibilisierung im Berufsleben zu besprechen, das ist doch ein gutes, erprobtes deutsches Format. Aber es hat natürlich hier eine Richtung, nämlich möglichst zu einem Ergebnis zu kommen. Wie schnell es geht, kann ich Ihnen nicht sagen, aber also wir sollten das mit der gleichen Geschwindigkeit betreiben, mit der wir FSRU-Schiffe genehmigt haben und gebaut haben. Herr Polanski. Herr Minister Habeck. Wenn auch Sie sich kurz vorstellen. Martin Polanski, ARD Hauptstadtstudio. Auch nochmal zur Ampel und zu den verschiedenen Konzepten. Wie lassen die sich denn innerhalb der Ampel überhaupt vereinbaren? Also einerseits zum Beispiel allgemeine Steuersenkungen, andererseits Tax Credits. Das ist ja teilweise, liegt das so weit auseinander, wo man sich fragt, wie das übereinander gehen soll. Erst einmal möchte ich sagen, dass die Arbeit gemacht werden muss, unabhängig davon, ob man weitere Beschlüsse zur steuerlichen Entlastung fällt. Also immer nur Geld auf die alten Problemlagen zu kippen, löst ja auch nichts. Ich habe gerade darauf hingewiesen, wie groß jetzt schon die Lücke bei Arbeitskräften ist. Und wenn die nicht geschlossen ist, dann nützt uns das feinste steuerliche Entlastungssystem überhaupt nichts. Das gleiche gilt für Bürokratievorschriften. So würde ich es beantworten. Es gibt ein klares Commitment und eine große Entschlossenheit, diese Probleme jetzt anzugehen, ja auch Probleme, die sich über die Jahre aufgebaut haben. Und das ist no regret. Das müssen wir in jedem Fall tun. Die Diskussion, die viele ja führen und die auch geführt werden muss, hat ja enorm Fahrt aufgenommen. Vielleicht erlauben Sie mir an der Stelle einmal nicht über die Ampel zu reden, sondern über die geschätzten Kollegen aus den Ländern und die Vorschläge der Opposition, also der Unionsfraktion. Es vergeht im Grunde kaum ein Tag, wo nicht Unionspolitiker in Verantwortung fordern, dass der Staat mehr investiert. Sie mit Projekten von Unternehmen kommen und sagen, da müsst ihr uns noch ein bisschen helfen und das wollen wir auch noch machen. Und sie offen dafür Finanzinstrumente in Frage stellen. Das ist natürlich im Moment so, wie wir arbeiten, nicht möglich. Wir müssen uns auf das konzentrieren und ich auch, was politisch geeint ist. Nämlich innerhalb der Schuldenbremse die Wirtschaft und den Standort flott zu machen. Aber diese Debatte gibt es auch in der Union mit immer mehr Stimmen.
Und um das Problem sozusagen von der Seite auch noch einmal zu beleuchten, auch die Union hat ja Vorschläge unterbreitet, wie man den Standort attraktivieren kann. Was ich wirklich politisch irritierend finde, ist, dass sie alle nicht hinterlegt wurden mit Gegenfinanzmaßnahmen, also nicht ausgerechnet wurden, was das kostet. Das ist, glaube ich, kein solides Vorgehen, das muss man so klar sagen. Aber man kann es ja grob und überschlagen, und unsere Überschlagsrechnung sagt, dass die Vorschläge die Lücke im Haushalt bei knapp 50 Milliarden sein lassen. Wenn man 50 Milliarden, das ist ja offensichtlich die Rechnung, die der Generalsekretär der Union aufgestellt hat, durch mehr Wachstum einspielen möchte, müsste man, wenn wir jetzt mal annehmen, dass die Union die Unternehmenssteuer auf 25% absenkt, 200 Milliarden mehr BIP haben. Das ist 5% Wachstum. Also die Rechnung der Union geht nur auf, wenn diese Vorschläge im Jahr 24, in den verbleibenden 10 Monaten, zu 5% Wachstum führen. Man darf annehmen, dass das noch nicht mal eine vorläufige Prüfung des Bundesrechnungshofes überstehen würde. Insofern, da gibt es noch viel zu diskutieren, aber vor allem mit der Opposition. Herr Hennig. Andreas Hönig von der dpa. Herr Minister, jetzt haben Sie von einer Haltung des Unterhakens gesprochen. Inwieweit gilt das jetzt auch für die FDP? Und also Sie haben jetzt ein Sondervermögen ja vorgeschlagen, das lehnt die FDP ab. Die FDP will den Soli abschaffen und weiteres. Also inwieweit passt das überhaupt noch zusammen in der Koalition? Ja, ich wiederhole mich. Der Jahreswirtschaftsbericht ist das abgestimmte Dokument der Regierung und die Handelsaufträge sind dort klar umrissen. Herr Kollege, hier vorne, bitte. Ja, danke, Jonathan Packroff von Euraktiv. Herr Habeck, Sie haben das Thema Energiepreise angesprochen. Viele Ökonomen erwarten ja, dass die Energiepreise auch nach der Umstellung auf Erneuerbare höher in Deutschland sind als anderswo, weil wir ja nicht die besten Standortbedingungen für Erneuerbare haben, also zum Beispiel nicht so viel Sonne oder nicht so viel Wasserkraft. Von welchen Industrien müssen wir uns in Deutschland denn dauerhaft verabschieden? Also Industrien ändern sich natürlich, aber ich will mich von keiner Industrie verabschieden, schon gar nicht als politisches Programm, ganz im Gegenteil. Ich habe ansatzweise ausgeführt, dass wir in einer geopolitisch veränderten Lage leben. Und das heißt ja, dass wir überprüfen müssen, ob wir in dem Bereich der kritischen Güter resilient, widerstandsfähig genug sind. Man darf annehmen, dass wir es nicht sind, gerade im Bereich der Halbleiterproduktion, die ja maßgeblich aus Taiwan kommt, haben wir bisher zu geringe eigene Kapazitäten. Die Europäische Union hat gerade verabschiedeten sogenannten Net Zero Industrial Act festgelegt, dass wir bei den Produkten im Energiebereich eine Eigenproduktionsquote von 40% in Europa haben wollen. Und das muss man ja aussprechen, was das bedeutet. Das hat einen Preis. Sicherheit hat einen Preis. Militärische Sicherheit, aber auch ökonomische Sicherheit. Hätte es nicht diesen Preis, wäre diese Produktion ja schon hier. Die ist ja nicht hier, weil an anderen Standorten günstiger oder traditioneller, also die Industrie schon da ist, produziert wird. Will man das also verändern, muss man auch dann ehrlich sein und sagen, diesen Preis müssen wir dann auch bereit sein zu zahlen. Das sind dann im Kern die Subventionen, die wir auskehren, um die Stahlindustrie in Europa oder in Deutschland zu halten. Die Frage stellt sich aus meiner Sicht etwas anders. Denn man kann natürlich auch anders drauf schauen, aber wenn man mit wachen Ohren durch die Münchner Sicherheitskonferenz gelaufen ist, dann kann man eigentlich zu keinem anderen Schluss kommen, dass Europa seine Hausaufgaben noch mal ganz anders machen muss als bisher, dass das Wort von der Zeitenwende nicht nur der Krieg in der Ukraine ist, sondern eine völlig andere ökonomische Situation. Der globale Welthandel, ich habe es ja schon gesagt, leidet unter Protektionismus, unter Nationalismus, unter aufkommenden Konflikten. Wir müssen widerstandsfähiger werden. Und die Frage ist dann, wollen wir diesen Preis entlang der alten Logik immer dann in der Jährlichkeit oder in der kurzen Frist auf die Unternehmen, auf die Energie- und auf die Stromkunden abwälzen? Dann in der Tat drohen wir in einen Teufelskreis reinzugeraten. Wir versuchen, widerstandsfähiger zu werden. Wir legen die Kosten um auf die Gegenwart. Das schwächt unsere ökonomische oder unsere gesellschaftliche Substanz. Wir werden weniger widerstandsfähig. Da allerdings muss diese Debatte sozusagen dann auch ehrlich geführt werden.
Und vielleicht darf ich noch einen Satz zu den Strompreisen sagen. Ich sagte es, oder zu den Energiepreisen, ich sagte es schon. Und glaube ich, haben wir auch noch eine Tafel, die ist vielleicht ganz interessant, wenn ihr die noch findet. Dann halte ich jetzt doch mal hoch. Ich wollte eigentlich nur eine machen, aber es ist ganz gut zu sehen. Die Energiepreise, heute hat der WDEW ja noch einmal seine Prognose veröffentlicht, bewegen sich auf ein Niveau zu, das wir noch im letzten Herbst als Industriestrompreis subventionieren wollten. Also die Spotmarkt-Megawattstunde kostet jetzt, meine ich, 70 Euro, das sind 7 Cent die Kilowattstunde. Wir haben immer von 6 geredet, damals runter zu subventionieren. Schneller als gedacht gehen die Preise runter. Und vielleicht ist das deswegen ganz hilfreich, noch einmal zu sehen, das sind die Gasnotierungen des letzten Jahres, hier kommen wir her. Und wenn Sie über Verunsicherung reden, die politische Verunsicherung habe ich hoffentlich offen und ehrlich kommentiert, das ist damals die Marktverunsicherung gewesen. So hoch ist die Fördersumme für Gas nicht. Das ist Spekulation gewesen auf die Krise, dass der Markt komplett zusammenbricht. Und dann haben wir ihn runtergeholt. Und das ist der Ausblick der Futures. Wir sind hier im Jahr 24. Das ist nicht ganz das Niveau der Jahre 17 bis 20, wobei hier dann ja auch noch die Corona-Delle drin ist. Aber es ist schon, geht schon in die Richtung. Ja? Heute nochmal Spotmarktpreise am Gasmarkt, 24 Euro. Das ist das hier. Das ist Vorkrisenniveau und noch, wieder gesagt, mitten im Winter und ähnliches Bild bei Strom auch. Sie sehen das, die gleiche Bewegung. Der Strompreis hängt ja am Gasmarkt durch den Merit Order und wahrscheinlich sind die Preise, die der BDEW prognostiziert hat, hier noch gar nicht wirklich abgebildet. Aber selbst wenn er hier wäre, hier sind die 50 Euro. Wir tangieren sie immer wieder in 26. Hier im Durchschnitt des Jahres werden wir dann bei 7, bei 8 Cent liegen und möglicherweise geht das noch einmal weiter runter. Ich will damit also sagen, Die Gründe für Subventionen, die Industrie hier zu halten, sind vor allem energiesicherheitspolitische Gründe, strategische Gründe der Resilienz. Darüber kann man streiten, aber wenn man sie nicht hat, dann ist man eben komplett abhängig von dem globalen Markt in den Turbulenzen, in denen er sich befindet. Und die Energiepreise sind noch nicht da, wo wir sie haben wollen, aber doch schneller und deutlicher runtergegangen, als wir es noch vor Monaten annehmen durften. Zusatz? Ja, Nachfrage. Was spricht denn dagegen, zum Beispiel Stahl, haben Sie angesprochen, aus Norwegen, Schweden oder Spanien zu importieren? Gar nichts. Warum müssen wir es dann hier produzieren? Weil die Stahlwerke hier stehen, weil Stahlwerke Standortfaktoren sind, weil dort Beschäftigung stattfindet, weil wir einen Wasserstoffmarkt hochziehen wollen in Deutschland, das Henne-Ei-Problem lösen müssen, dass es eine Abnahme gibt, deswegen die Stahlwerke als Frontrunner mit den großen Energiebedarfen, weil der europäische Markt insgesamt grün werden muss, um dann den Weltmarkt ins Grüne zu ziehen, weil wir, wenn wir über die Stahl- und Aluminiumfassilitätsmengen reden, eine Überkapazität im Weltmarkt haben. Und da muss man jetzt kein Prophet sein, um zu sagen, dass es wahrscheinlich bald Abkommen geben wird, dass der schwarze Stahl weniger Marktzugänge bekommt, um dieses Problem zu lösen. Also industriepolitisch spricht alles dafür, die Dinge auch hier zu haben. Frau Kollegin, bitteschön. Kerstin Palzer, ARD, Hauptstadtstudio, Fernsehen. Habeck, bis jetzt hatten ja alle Ministerpräsidenten aller Länder im Bundesrat dann den Vermittlungsausschuss angerufen, wenn es um das Wachstumschancengesetz geht. Jetzt scheint es ja so zu sein, dass tatsächlich nur noch die CDU-Ministerpräsidenten dem nicht zustimmen wollen. Was erwarten Sie jetzt von den CDU-geführten Ministerpräsidenten A und B? Wie würden Sie ihnen entgegenkommen wollen? Stichwort Agrardiesel. Das Wachstumschancengesetz ist auf einem sehr bescheidenen Niveau ausgehandelt. Und ich habe es eben schon angedeutet, ich finde es eine logisch sehr inkonsistente Position, zu sagen, wir wollen mehr, stimmen aber dem Wenigen nicht zu. Und wir wollen mehr ohne Gegenfinanzierung und machen das Paket, das da war, kleiner, weil wir die Gegenfinanzierung nicht leisten können. Das ist ja die Realität. Die Länder und der Bund und die Länder und die Kommunen, oder die Länder vertreten, die Kommunen vertreten durch die Länder, haben ja das auf 8 Milliarden gesamtstaatlich taxierte Wachstumschancen gesetzt, auf 3 Milliarden runterverhandelt. Das ist wenig genug, aber das sollte jetzt auch passieren. Ich kann das sonst nicht ernst nehmen, was von der Opposition im Bundestag gesagt wird. Zusatz, Frau Pölzer? Ja, Zusatz. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass das dann heute Abend durchgeht?
Davon kann ich nicht ausgehen, weil ja bisher die Opposition im Bundestag gesagt hat, dass sie nicht zustimmen will. Aber vielleicht setzen sich ja Einsicht und Erkenntnis durch. Es macht ja wenig Sinn, darüber zu fabulieren, welche Impulse man der deutschen Wirtschaft geben kann. Bei der nicht gedeckten Finanzierung, ich habe es ja eben schon mal aus dem Kopf vorgerechnet, was da rausposaunt wird, und dann das, was man gegenfinanzieren kann, aufzuhalten. Das kann ja nicht im Sinn der deutschen Wirtschaft sein. Und die deutsche Wirtschaft hat sich ja sehr klar positioniert. Es ist ja nicht so häufig, dass die Wirtschaftsverbände die CDU auffordern oder die Union auffordern, mal einen Weg frei zu machen. Das haben sie aber hier sehr klar getan. Also das Rauszögern schadet dem Standort. Herr Sabelbeck. Ja, hallo, Herr Habeck. Eine Frage von Rob Sauerberg, Telegraaf aus den Niederlanden. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass es Probleme natürlich für die Wirtschaft gibt wegen Krieg, Inflation, Energiekrise auch. Aber Deutschland ist irgendwie Schlusslicht geworden. Warum gibt es so viele Länder in Europa, die, was Wachstum betrifft, besser aussehen als Deutschland? Können Sie das skizzieren, was die Sonderlage ist? Ja, ich habe schon mindestens zwei Punkte genannt und einen dritten kann man wahrscheinlich mit hinzufügen. Den habe ich ja ebenfalls angesprochen. Erst einmal, Deutschland hat noch sehr hohe energieintensive Industrie, auch weil wir günstiges Gas aus Russland hatten. Das Gas fehlt bekanntermaßen. Andere Länder haben entweder nicht mehr so starke energieintensive Industrien oder sie hatten kein Gas aus Russland. Die Abhängigkeit, die wir hatten, ist eigentlich nur noch in Österreich und vielleicht in der Tschechischen Republik ähnlich hoch gewesen. Alle Länder mit LNG-Terminals hatten ein weit diversifizierteres Angebot. Das heißt, die Situation stellt sich in Spanien, in Großbritannien oder in den USA natürlich völlig anders dar als in Deutschland. Entsprechend sind dann ja deutsche Unternehmen gehalten gewesen, in dieser Phase neue Verträge zu schließen. Diese Verträge sind, ich habe gerade den Peak nochmal hochgehalten, teurer gewesen oder Produktion musste zurückgefahren werden. Das ist schon eine sehr spezifische Situation, die wir in Deutschland bestehen mussten und die nicht vergleichbar ist mit der Energiesituation in Schweden oder in Norwegen. Oder andere Länder habe ich ja auch genannt. Und vielleicht ein Zusatz, wenn Sie erlauben. Haben Sie zu Ende gesprochen? Ja, ich wollte die beiden anderen Punkte noch nennen, denn wenn Sie sich anschauen, wie sich die Abhängigkeit vom Wachstum am Export entwickelt hat, dann seit den 90er Jahren vielleicht, also seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, dann werden Sie sehen, dass die europäischen Länder alle mehr oder weniger gleich gestartet sind, auch der europäische Durchschnitt etwa auf dem gleichen Niveau, und dann ist Deutschland abgehoben. Bei weitem höhere Wohlstandsgewinne in Deutschland durch den Export gegenüber anderen Ländern. Auch, wenn ich das noch sagen darf, weil wir natürlich ausgeschwärmt sind und die deutschen Unternehmen im osteuropäischen Ausland Produktionsstätten errichtet haben, gebaut haben. Das ist die Begründung dafür, dass wir so stark im Export gewesen sind. Deswegen wundere ich mich manchmal, dass einerseits alle stolz sind, wenn ich im Ausland bin, mir Fabriken gezeigt werden und man sagt, guck mal, wie stark die deutsche Wirtschaft ist. Da ist hier und da hat noch dieses Unternehmen und noch ein Werk. Und auf einmal sind Investitionen im Ausland schlecht, beziehungsweise Investitionen in Deutschland aus dem Ausland auch schlecht. Das scheint mir komplett inkonsistent und ökonomisch falsch zu sein. Aber ich schweife ab. Also der Handel, die Handelsabhängigkeit von Deutschland ist weit höher als bei vielen anderen europäischen Ländern. Und dann habe ich darauf hingewiesen, dass vielleicht anders auch als andere Länder wir die Frage der Demografie zu lange haben liegen lassen. Das heißt, die Fachkräftelücke, die Frage der Zuwanderung, ein zuwanderungsfreundliches Land zu sein, das hat erst diese Regierung angegangen. Das sind drei Gründe, warum es Deutschland in dieser Phase schwerer hat als andere Länder. Jetzt ja. Bitte Nachfrage. Also in den Niederlanden sagt man häufig, dass wenn Deutschland ein bisschen hustet, dann werden wir richtig krank, richtig erkältet, weil wir auch so in dieser Abhängigkeitssituation liegen. Welche Folgen könnte Ihre, ich sag's mal ein bisschen salopp, Erkältung für Nachbarländer haben? Naja, der europäische Markt ist ein gemeinsamer, und wenn das stärkste, ökonomisch stärkste Land in Europa so geringe Wachstumsraten hat, dann hat das natürlich Auswirkungen auch auf die Warenströme innerhalb des Binnenmarktes, und natürlich haben dann die anderen Länder ebenfalls ein Stück der Probleme geerbt. Aber ich habe es ja
gesagt und wiederhole es, in der Einordnung dessen, wo wir stehen, in den Ursachen, woher wir kommen, haben wir natürlich auch Mittel identifiziert und bereits umgesetzt, diese Erkältung auszukurieren, wie Sie gesagt haben. Wir sind ja dabei, die Fachkräftelücke zu schließen, die Anreize für die Wirtschaft zu schaffen, die Bürokratie abzubauen und so weiter und so fort. Also dieser Reformbooster, der ist ja Realität. Er muss nur immer lauter gedreht werden. Herr Warwick, bitte. Herr Habeck, Nachdenkseiten Sie Warwick. Sie möchten sich bitte gerne vorstellen. Habe ich doch brav gerade getan. Haben wir nicht Ende gehört. 2022 ist bekannt geworden, dass Sie den deutschen Inlandsgeheimdienst auf zwei ranghohe Beamte in Ihrem Haus angesetzt haben, weil diese, so wurde es zitiert, meilenweit von Ihrer politischen Linie entfernt waren. Da würde mich interessieren, war das ein Einzelfall oder greifen Sie nach wie vor auf den Verfassungsschutz zurück bei nicht genehmen Meinungen innerhalb Ihrer Beamtenschaft? Ihre Frage hat jetzt eher sekundär mit dem Jahreswirtschaftsbericht zu tun. Ja, ne? Doch, der wird ja auch von Mitarbeitern erstellt. Da gab es ja genug Fragen, die nicht explizit nur auf den Wirtschaftsbericht abhoben. Ja, Sie sind von Russia Today, oder? Sie bitte? Sie sind für Russia Today? Nee, Nachdenkseiten. Bitte? Nachdenkseiten. Aha. Der Herausgeber war Koordinator von Willy Brandt. Gut, dann ist Ihre Frage schon voller falscher Unterstellungen, die ich hiermit zurückweise. Und die dienstlichen Angelegenheiten des Ministeriums sind natürlich bei einer Weltlage, wie sie ist, Putin mit seinem Angriff auf Europa, mit dem Versuch, das Energiesystem zu destabilisieren, die Wirtschaftsordnung in Unordnung zu bringen, mit den Investitionsprüfungen, die wir vornehmen, die Exportentscheidungen, die wir machen, immer auch sicherheitsrelevant. Deswegen müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer eine Sicherheitsprüfung in sensiblen Bereichen bestehen. Das ist aber ein normaler Standard überall. Und so arbeitet das Ministerium seit vielen Jahren und so arbeitet es gut. Zusatz, eine Nachfrage, der Hintergrund meiner Frage auch, das Handelsblatt hat damals beispielsweise aus internen Protokollen zitiert, in dem auch ein ranghoher Mitarbeiter meinte, wenn ich meine Fachmeinung kundtue, dann besteht die Möglichkeit, dass ich in den Verdacht gerate, Russenversteher zu werden. Da würde mich interessieren, wie Sie bei diesem Art von Vorgehen sozusagen sicher gehen, dass auch bei der Verarbeitung und Verfassung des Jahreswirtschaftsberichts Sie sich nicht nur von Ja-Sagern und Opportunisten umgeben, sondern auch sozusagen Fachmeinungen akzeptieren und da einfließen, die nicht unbedingt nur Ihrer politischen Linie entsprechen. Ich bin ein Minister, der immer zu Widerspruch und Kritik auffordert. Ich nehme an, die Abteilungsleiterin kann das bestätigen. Und wenn Sie mir erlauben, und vielleicht darf ich an der Stelle die Rolle des Berichts über den Jahreswirtschaftsbericht verlassen. Es ist schon schwer zu ertragen, wenige Tage nachdem Nawalny ermordet wurde, dass Russlands Berichterstatter hier im Land politisch wie in den Medien die liberale Demokratie in Deutschland so diskreditieren. Jede Frage soll beantwortet werden, aber mit der Sympathie für ein Land, wo noch nicht mal Fragen gestellt werden dürfen, sondern Menschen, die Fragen stellen, weggesperrt oder ermordet werden, ist eine moralische Grenze erreicht, die schwer zu ertragen ist. Dann gehen wir auf die von uns ausgesehene rechte Seite. Frau Kollegin, bitteschön. Julia Wackett von Politico. Herr Habeck, Sie haben vorhin angesprochen, die Sparquote in Deutschland ist deutlich zu niedrig. Viele Bürgerinnen und Bürger sind sicherlich verunsichert. Sie ist hoch. Leider ist sie hoch. Mein Versprecher ist... Das ist ja Geld, das dem Konsum entzogen genau, ist, nicht zur Verfügung steht. Zu hoch wollte ich sagen. Wie wollen Sie die Deutschen dazu bringen, wieder mehr Geld auszugeben? In Anbetracht, dass viele sich ja momentan noch nicht mal eine Wohnung leisten können oder stark auf Wohnungssuche sind und stark verunsichert sind. Nun, es gibt ja die Reaktion, dass man, wenn man das Geld auf dem Sparbuch anlegt oder auf einem normalen Girokonto anlegt, Geld verliert. Meistens ist die Inflation höher als der Zinssatz. Das mag Unterschiede geben, aber es ist jetzt in der Regel nicht klug, das Geld zu horten. Ich verstehe aber viele Menschen, die in Sorge sind, denn diese Sorge hat ja einen Grund. Und ich nehme an, das ist einer der Gründe für das Geld zurückhalten. Wie hoch ist die nächste Stromrechnung? Wie hoch ist die nächste Gasrechnung? Wie hoch ist die nächste Fernwärmerechnung? Was kommt denn als nächstes noch? Sodass die Verunsicherung, die es gab und die noch fortdauert, sicherlich einen starken Effekt darauf hat, dass diese Sparquote so hoch ist.
Die Antwort kann nur aus den beiden Bestandteilen bestehen, die ich schon skizziert habe. Erstens das Mehr an Einkommen. Die Lohnzuwächse werden dazu führen, dass man mehr Geld im Portemonnaie hat. Am Ende bleibt mehr über. Die Einkommenszuwächse sind höher als die Inflation. Und man rechnet ja wahrscheinlich nicht täglich nach, aber man spürt es, man muss es spüren am Ende des Monats. Ich zeige es nochmal, weil das ganz interessant ist vielleicht. Sie sehen hier, das ist natürlich eine Prognose, aber Sie können das ungefähr sehen, dass es jetzt hier einmal eine Spalte ist, ungefähr, grob gesprochen, ab Mitte des Jahres. Und die haben wir das letzte Mal hier so ungefähr gehabt. Also wir sind so im Jahr 2019 ungefähr angekommen. Was dann, davor gab es halt sehr hohe Einkommenssteigerungen und eine ganz geringe Inflation, die ist dann nochmal weiter runtergegangen. Aber das hier entspricht der Normalität dieser Jahre. Und damit wird sich, wenn es gelingt, die nächste Schritte von politischen oder ökonomischen Erfolgen einzuleiten, auch ein Vertrauen in die Handlungsfähigkeit von Politik und die Robustheit der Wirtschaft zu erlangen. Zusatz, Frau Wackert? Das wäre dann nochmal zur Demografie. Das haben Sie auch hervorgehoben, dass auch ein großes Problem ist. Reichen die Maßnahmen aus, die jetzt im Wirtschaftsbericht stehen, aus, um dieses Demografieproblem anzugehen? Mit den Maßnahmen, die wir jetzt identifiziert haben, werden wir die Lücke an Arbeitskraft nicht schließen. Wir müssen die gelebte Zuwanderung steigern. Also die Gesetze sind jetzt sehr zuwanderungsfreundlich gemacht, aber das muss natürlich umgesetzt werden in schnelle Visaverfahren, in Ausländerämter, die gegenüber dem, was vielleicht vor ein paar Jahren noch der Auftrag war, die Leute auch in den Arbeitsmarkt bringen wollen und nicht möglichst fernhalten wollen, in Sprachkurse und Präqualifikationen im Ausland, in der Möglichkeit, über digitale Tools vom Ausland Zugang zu Unternehmen zu finden. Also ein Gesetz zu schreiben, ist ja nur die Voraussetzung dafür, dass sich die Wirklichkeit ändert. Und auch die Maßnahmen im Bildungs- oder Ausbildungsbereich, die sind natürlich überhaupt nicht hinreichend. Ich habe ja schon die Zahl genannt. Wir könnten im Grunde unsere Probleme hier im eigenen Land lösen, jedenfalls nur numerisch. 2 Millionen Dunkelziffer offene Stellen, 2,6 Millionen 20- und 30-Jährige ohne Berufsqualifizierung. Das ist ja ein Auftrag. Also da mag es viele persönliche Schicksale geben und vielleicht ist da auch der eine oder die andere dabei, die sich irgendwie nicht angestrengt hat. Aber 2,6 Millionen, das ist ja ein strukturelles Problem. Das ist ein politisches Problem. Das ist ein Auftrag für alle Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker, für die Sozialpolitikerinnen und Sozialpolitiker, für alle, die sich Gedanken darum machen, wie das behoben werden muss. Denn das kann man ja nicht glauben, dass diese Menschen, nur weil sie keinen berufsqualifizierenden Abschluss haben, nicht qualifiziert sind zu arbeiten. Das wäre ja Wahnsinn, wenn wir das zulassen würden. Also da ist tatsächlich viel zu tun und neben allem anderen, was getan werden muss, das eben auch. Herr Kollege, bitteschön. Christian Schlesiger von The Pioneer, hallo Herr Habeck. Die staatlichen Investitionsmittel sind ja begrenzt, Stichwort Schuldenbremse. Es gäbe ja die Möglichkeit, noch mehr privates Kapital zu aktivieren. Gibt es da Vorschläge im Bericht oder aus Ihrem Hause, da die Investitionsanreize für privates Kapital zu verbessern? Die Versicherungswirtschaft sagt zum Beispiel, wir haben genug Geld, wir würden gerne mehr in Infrastruktur investieren, aber die Bedingungen sind nicht gut genug. Ja, wobei Investitionen in die Infrastruktur, wenn Sie damit feste Infrastruktur meinen, mit Bedingungen ja immer bedeutet höhere Rendite oder häufig bedeutet, so übersetze ich das jetzt, und das sind dann ja Kosten, die steigen, die dann von den Verbrauchern und den Verbrauchern getragen werden müssen. Aber mal jenseits weg von dieser Frage, also der Infrastrukturfrage, ja natürlich sind wir dabei, auch die privaten Kapitale zu hebeln und auch die Risikoscheuheit des Marktes zu überwinden. Das Mittel der Wahl ist jetzt im Moment bei den besonders, neuen Unternehmen quasi gemeinsame Fonds aufzulegen. Wir wollen das auch weitermachen und an anderen Stellen aufbauen. Ich kann das jetzt, glaube ich, schon ankündigen. Wir starten demnächst einen Unternehmensbewerb, der heißt Startup Factory, angelehnt an dem Unternehmertum in München. Das ist eine GmbH in der Rechtsform, die dort aufgebaut wurde von privaten Geldgebern, die Ausgründung aus den Universitäten mit privatem Kapital dann in den Markt führen. Da sind viele Gespräche geführt worden. Es gibt ein riesiges Interesse derjenigen, die
Geld haben, in Deutschland sowas zu tun. Also wir arbeiten an allen Ecken und Kanten dabei. Und mit wir meine ich das Finanzministerium und das BMWK in großer Geschlossenheit, die Zugänge von privatem Kapital in die deutsche Wirtschaft noch einmal an den Stellen, wo es nicht automatisch funktioniert, zu ermöglichen. Dann wechseln wir wieder die Seite. Herr Kollege, bitte. Thomas Fitztum, Mediengruppe Bayern. Herr Habeck, Sie haben immer wieder hervorgehoben, dass die Strom- und Gaspreise etwa auf dem Niveau vor der Krise sind. Nun haben die Unternehmen vor der Krise bereits geklagt, dass die Energiepreise für sie im Schnitt zu hoch seien. Das heißt, kann man sich denn zufrieden geben damit, dass sie nun wieder vor Krisenniveau erreicht haben? Müssen wir noch nicht gucken, dass sie eher noch viel niedriger werden? Und die zweite Frage, welche Maßnahmen würden Sie ergreifen, um Bürgergeldempfänger zum Arbeiten zu bewegen? Die Gaspreise werden sich auf das Niveau des Vorjahr, also der Vorkrisenzeit bewegen, ein bisschen höher wahrscheinlich, weil LNG ja teurer ist im Transport als Pipeline-Gas. Andererseits ist es auch ein Markt. Wir können ja die Bilanzen schwer in der Gestehung oder in den Gestehungskosten wirklich in der letzten Tiefe durchdringen. Das sind ja Geschäftsgeheimnisse. Aber wir erwarten noch einmal zum Jahr 25 oder über das Jahr 25 einen Zuwachs auf dem LNG-Markt von über 200 Milliarden Kubikmeter Gas. Das heißt, der Markt wird sich drehen. Er wird von einem Nachfragemarkt oder von einem Angebotsmarkt zu einem Nachfragemarkt werden, zu einem Buyersmarkt. Das heißt, ein bisschen weiter kann es vielleicht noch runtergehen, wenngleich die LNG-Produktion und das Verschiffen natürlich höhere Kosten hat, als das Gas nur durch die Pipeline zu schicken. Aber da hat sich wirklich enorm was entwickelt und das wird die Preise noch runterbringen beziehungsweise noch ein bisschen runterbringen können. Das ist meine Prognose. Was Strom angeht, rede ich von den Gestehungskosten. Das ist ja das, worüber wir immer gesprochen haben. Also wie viel muss ich ausgeben, um Strom an der Börse zu kaufen? Und dann ist es für die Unternehmen sehr unterschiedlich, ob sie von Netzentgelten befreit sind oder nicht, ob sie von der Stromsteuer befreit sind oder nicht, beziehungsweise ob sie noch über PPAs eigene Rahmenverträge abgeschlossen haben. Das heißt, Sie haben recht, der Strompreis setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen und das, worüber wir reden, ist nur der eine Faktor. Das ist allerdings der Faktor, auf den in der Vergangenheit alle gezeigt haben. Also wie hoch oder wie teuer sind die Strompreise im Handel? Und die Entlastung bei Strukturkosten, also Entgelten, Gebühren, Abgaben, Steuern, sind natürlich immer politisch zu verhandeln. Sie wissen, dass wir die hohen Redispatch-Kosten des letzten Jahres eigentlich glätten wollten durch den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds und das Geld dann nicht mehr zur Verfügung stand. Also natürlich denkbar ist, dass man wie bei der EEG-Umlage Stromkostenanteile rausnimmt, aber es muss eben alles aufgebracht werden. Deswegen unter den Rahmenbedingungen, in denen wir agieren, ist da nicht so sehr viel Flexibilität möglich. Das Bürgergeld, wenn Sie noch antworten wollten, danke. Es gibt zwei Momente, auf die ich schaue. Das eine ist die Transferentzugsrate, darüber sprach ich schon. Wenn man im Bürgergeldbezug ist, dann muss man einen großen Anteil seines Verdienstes am Ende bis zu 80% abgeben. Es ist, glaube ich, nicht ein starker Anreiz, zusätzlich zu arbeiten und über diese Arbeit dann eine normale Betätigung oder Beschäftigung aufzunehmen. Und dann wissen Sie, dass die Gesetzgebung jetzt vorsieht, Totalverweigerer, also Leute, die schuldlos sich dem Arbeitsmarkt komplett entziehen, also nicht Menschen mit Krankheiten oder anderen Problemen, die gerade da sind, sondern die sich wirklich dem Arbeitsmarkt entziehen, dann auch das Bürgergeld zu kürzen. Das ist ja schon gesetzlich auf den Weg gebracht. Dann Herr Krämer nochmal. Ich hätte noch eine Frage zu den Wirtschaftsweisen. Da gibt es einen kleinen hässlichen Zwist im Kreise. Und Frau Grimm will als Aufsichtsratsmandat bei Siemens Energy annehmen, hat sie heute noch mal bekräftigt. Sehen Sie einen Interessenskonflikt bei Frau Grimm und was kann man tun? Ja, der Sachverständigenrat ist ein unabhängiges Gremium. Und ich habe hohen Respekt vor dieser Unabhängigkeit, deswegen werde ich mich auch hier nur sehr allgemein halten. Das Gesetz sieht keine Ausschlussregeln bei Interessenkonflikten vor. Und dennoch gilt natürlich grundsätzlich, dass Interessenkonflikte vermieden werden sollten.
Ich kenne ja die Kolleginnen und die Kollegen dort ein bisschen aus den Gesprächen. Ich denke, dass sie klug genug sind, genau solche Interessenskonflikte zu vermeiden, und erwarte, dass das Problem gelöst wird. Können Sie das nochmal wiederholen? Habe ich kurz nicht verstanden. Dass sie klug genug sind, die Interessenskonflikte zu vermeiden durch eigene Gespräche. Herr Kollege, bitteschön. Kowalczyk von Bloomberg. Die Koalition verhandelt ja schon seit einiger Zeit Staatshilfen für die Solarindustrie. Wann darf man hier mit einer Lösung rechnen und wie könnte die aussehen? Und die zweite Frage ist, welches Entlastungsvolumen Ihnen vorschwebt für diesen Reformbooster, den Sie angekündigt haben, für die Maßnahmen, die Geld kosten würden? Danke. In der Tat sind die Verhandlungen, ob es einen Resilienzbonus für die Solarindustrie gibt, weit fortgeschritten. Sie liegen im Deutschen Bundestag und da zwischen den Fraktionen. Ich kann aber aus meine Meinung einmal deutlich machen. Wir haben, ich habe es gerade gesagt, für die Zukunft über den Net Zero Industrial Act europäisch vereinbart, dass wir so ein Instrument schaffen wollen. Dort gibt es auch eine Kostenbegrenzung. Ist ja klar, dass eine heimische Produktion, die teurer ist als eine chinesische, diese Kosten irgendwie einspielen muss. Das könnte durch einen Bonus oder durch ein Sondersegment in der Ausschreibung passieren. Und damit die Kosten im Rahmen bleiben, hat die Europäische Union vorgeschlagen, dass man 15% höher sein kann als die sonst in Auktionen zu erzielenden Kosten. Und wenn man sich anschaut, wie der deutsche Solarmarkt ungefähr aufgebaut ist, 90% der Solarpaneele kommen aus China. Nicht alle danach, die verbleibenden 10 werden aus Deutschland kommen, sondern das sind sehr, sehr kleine Anteile. Hier geht es darum, ob wir die zarten Pflänzchen, die wir haben, der Solarindustrie vorübergehend halten in Deutschland. Und dafür werbe ich sehr. Ich glaube, dass die Kostenbestandteile für den Strompreis geringst sind und hoffe, dass die Fraktionen eine kluge Lösung finden, die meiner Ansicht nach, wenn man es politisch will, sehr leicht zu erreichen ist. Zusatz? Das Volumen. Das, was wir angebotsseitig jenseits von Steuersenkung oder Steuerinzentivierung tun können, ist natürlich in der finanziellen Auswirkung schwer zu beziffern. Und ich würde sogar sagen, es ist ein Lernen. Wenn ich einmal über die Bürokratie reden darf, es gibt so viele konkrete Veränderungen, die wir vorgenommen haben, und dennoch ist der Berg oder der Dickicht an Bürokratie, der noch nicht angegangen wurde, so unendlich groß. Was wir eigentlich erreichen müssen, ist, dass das System selber anfängt, schlanker zu werden. Im Moment sind wir in einer Phase, wo genervte Minister von irgendwelchen Handwerksreisen zurückkommen und sagen, das haben die mir in die Hand gedrückt. Ist das echt so? Müssen wir dafür eine Versicherungspflicht machen? Müssen wir dafür noch eine Berichtspflicht machen? Kann das nicht digital werden? Haben die nicht recht, wenn die sagen, das haben wir doch aber schon der anderen Behörde gegeben? Hol dir das doch von der anderen Behörde und nicht von uns. Und dann fängt der Apparat an zu arbeiten und dann trifft man sich 3 Wochen später und sagt, ja, also 3/4 davon sind schon richtig. Und dann muss man eine Verordnung schreiben, dann muss man das Gesetz ändern und dann geht das in die ganzen Mühlen rein. Aber es muss im Grunde eine Kultur einziehen, wo man selber lebt, wir müssen nicht alles bis ins kleinste Detail regeln. Wir kommen selber auf den Gedanken, Dinge rauszunehmen, pauschaler zu machen, höhere Schwellwerte einzufügen oder uns die Informationen bei anderen zu besorgen. Und wenn das passiert, wenn das System, das ja sehr stark auf Sicherheit aufgebaut ist, ja, die öffentliche Verwaltung ist ja quasi der Staat und wir leben in einer Welt, wo alles beklagt wird, jede Bauordnung, jede Genehmigung für Windkraftanlagen, Stromnetze oder FSRU-Terminals, alles wird vor Gericht überprüft. Wenn man als Staat nicht verlieren will, dann macht man eben alles besonders richtig. Und das ist die Erklärung, warum quasi aus sich selbst heraus immer eine neue Rechtsnorm gefunden wird, weil es da noch einen neuen Fortschritt gibt, da noch eine technische Innovation, da noch eine Messmethode, die die Arten oder den tiefen Schall oder so etwas aufspüren kann, was man davor nicht hatte. Und wir wären in den letzten 2 Jahren nicht durchgekommen, wenn wir nicht in eine andere Kultur eingetreten wären und gesagt haben, okay, das reicht jetzt, das ist sicher genug, damit verantworten wir, eine Entscheidung zu treffen, ein Stromnetz zu bauen, Windkraftanlagen und so weiter. Sie ersparen mir die Aufzählung. Und
Das muss politisch gewollt, gelebt und belohnt werden, dass wir dahin kommen. Dann ist es schwer zu beziffern, was wir dann an Entlastung rausbekommen aus der Wirtschaft. Ich kann sagen, ohne dass ich es im Prinzip im Detail, ich kann das nur wiedergeben, wir haben in Meseberg auf der Klausur ein Entbürokratisierungspaket beschlossen. Und im Moment ist die Bürokratielast, die Bürokratiekosten in Deutschland sehr, sehr hoch. Damit würde sie so gering werden wie seit langem nicht mehr. Und das heißt also, natürlich hat die Summe dieser Maßnahmen einen Effekt. Aber um zu dieser wirklichen Summe zu kommen, müssen wir an vielen Stellen vorleben, dass es jetzt wirklich ernst gemeint ist. Und dann muss selber sozusagen der Apparat, die verschiedenen Apparate anfangen, das zu leben. Ich habe keine Wortmeldungen mehr. Doch, bitteschön. Ja, danke, dann nutze ich die Chance noch zu einer Frage. Hier steht jetzt wieder drin, Sie setzen sich für mehr Freihandelsabkommen ein, unter anderem für einen Abschluss von EU-Mercosur. Von französischer Seite hieß es, da rechnet man nicht mehr mit einer Einigung vor der Europawahl. Was tun Sie da, um die Franzosen zu überzeugen? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich in der Welt, in der wir leben, im europäischen Interesse und auch im deutschen Interesse, dass es Mercosur gibt. Kein Handel oder keine Handelsräume zu schaffen, das muss man sich leisten können und wir können es uns nicht mehr leisten, deswegen setze ich mich sehr dafür ein. Es ist auch so, dass die brasilianische Regierung, speziell vielleicht auch diese brasilianische Regierung, in jeder Hinsicht glaubhaft versichert darstellt und lebt, dass sie den Schutz des Regenwaldes ernst meint. Und wir können das in dem Freihandelsabkommen spiegeln, dass wir Belohnungen schaffen für Produkte, die entwaldungsfrei zustande gekommen sind, dass wir Marktinitiativen Zugänge schaffen, die den Schutz des Regenwaldes zu einem Mehrwert werden lassen und dabei die Regierung unterstützen. Und das sage ich den französischen Kollegen ganz genauso, so wie die Brasilianer es ihren argentinischen Kollegen sagen. Wenn ich es richtig verstehe, ist der Widerstand in der Landwirtschaft bezogen auf die Rindfleischimporte, die mit Mercosur da verbunden wären, wenn es geeint wäre. Die sind allerdings so gering, dass ich keine Marktstörungen erwarte. Wenn ich es richtig im Kopf habe, entspricht die Summe an Rindfleischimporterlaubnissen 1,5% des europäischen Rindfleischmarktes. Das wird der Markt ohne Preisturbulenzen hinnehmen können. Das heißt, an der Stelle, glaube ich, führt man eigentlich die falsche Debatte. Die richtige ist, ob Freihandel mit ökologischen Standards zu einem Mehrwert, einem ökonomischen, aber auch einem ökologischen Mehrwert führen kann. Und da wir nicht alleine auf der Welt sind, glaube ich, dass ein Abkommen mit Europa diesen Mehrwert garantieren kann. Wenn das mit China geschlossen werden würde, glaube ich nicht, dass es für den Regenwald oder für irgendjemanden besser wird. Insofern rede ich auf die Franzosen ein, wie ich kann, diesen Weg freizugeben. Gestatten Sie zum Schluss noch eine fachfremde Frage von Thilo Jung? Absolut. Bin ich gewohnt von Thilo Jung. Herr Beck, zum Thema Pressefreiheit zum Schluss. Aktuell läuft der Prozess gegen Assange in London. Sie sind vor 3 Jahren berühmt geworden, weil Sie die Freilassung von Herrn Assange gefordert haben. Fordern Sie das jetzt im Amt des, also als Minister immer noch? Als Minister würde ich gerne laufende Gerichtsverfahren in einem befreundeten Staat wie Großbritannien nicht kommentieren. Aber Sie haben ja vielleicht eine persönliche Meinung. Und sind Sie der Meinung immer noch von vor 3 Jahren? Ich denke, fachfremde Fragen sind hier erlaubt, aber persönliche Meinungen haben auf einer Pressekonferenz im Saal der Bundespressekonferenz wenig zu suchen. Dann sage ich Dankeschön für diesen Mittwochnachmittag. Dankeschön, Frau Bartsch. Herr Beck, noch einen schönen Tag. Danke, wünsche ich auch.